Für mich ist es mittlerweile ein festes Ritual. Ich hole sonntags morgens die Brötchen und fahre immer noch mal am schwarzen Ort vorbei, um mir die Schiffe dort aufzunehmen und anzusehen. Ja, es ist heute nur 2 Grad plus. Erika, was hältst du da davon? Ja, mir ist es ziemlich kalt. Wann fängt es bei dir an, Frühling zu werden? Ab wie viel Grad? Naja, wir hatten letzte Zeit schon morgens zweistellige Grade gehabt. Das ist ganz anders als heute früh. Ich habe mir heute früh eine kalte Nase geholt. Ja, obwohl du unseren Leihhund ja gar nicht dabei hattest. Also, du bist ja sogar mit dem Leihhund die letzten Tage noch bei Minusgrade spazieren gegangen. Na, Minusgrade hat man nicht. Das stimmt nicht. Minusgrade waren nicht, aber es war frisch, ja. Und vor allem war es sehr schön, weil es der Nebel so in den Feldern hing und die Sonne sich durch mogelte oder versuchte durchzubrechen. Das war schon interessant. War schon ein tolles Feeling. Ja, der Fairness halber muss man sagen, es ist auch leicht windig und durch den Wind fühlt man die Kälte viel stärker, als wenn das jetzt windstill wäre. Ja, aber dafür haben wir die Sonne und das ist schon mal sehr gut fürs ganze Gemüt. So, und hier fliegt ein Kormoran ganz dicht über der Wasseroberfläche. Ja, was soll er auch sonst machen? Ja gut, er ist am Fische fangen und da muss er halt ziemlich über die Wasseroberfläche fliegen. Ja, das meine ich ja. Was soll er auch sonst machen? Ja, ist ein Job, meinst du? Ja. Gut. Ja, ich war vor einigen Tagen an einem See, an dem es offensichtlich auch Biber gibt. Und ich habe da nicht so genau hingesehen. Denk, na, ist das ein Biber? Aber habe ich sich rausgestellt, das war ja ein Kormoran. Und der ist. Entschuldigung. Ja, der Biber ist nicht geflogen. Der Kormoran ist geflogen. Es waren Schnüre gespannt. Und ist der unter den Schnüren durchgeflogen. Muss dir mal vorstellen, was für begnadete Flieger das sind. Ja, dann muss er dann unten runter durch, wenn er die Fische holen will. Ja, aber da denkt man, man wehrt die mit so einem aufwendigen Zeug ab und dann fliegen die unten durch. Das ist schon Wahnsinn. Clever. Von Tag zu Tag grünt und blüht es jetzt allerorten. Ja, es wird jetzt so richtig Frühling und überall sprießt und knospet alles, wie auch immer man das sagen will. Nee, es ist jetzt richtig toll, wird jetzt richtig schön draußen. Und unser Freund Peter sagt, es geht jetzt raus zu uns. Stimmt's? Ich weiß nicht, was unser Freund Peter sagt. Der sagt immer, wenn es dann Frühling wird, es geht raus zu uns. Der meint ja natürlich die Länge der Tage. So, von Gernsheim kommend, also talwärts fahrend, kommt jetzt ein Schiff, liebe Erika. Oh, wie schön. Wo denn? So, das ist, sieht man gleich, was? Kommt gleich, kommt Kann gleich. sich nur um Stunden handeln, ne? Nein. Ja. Ja, wo ist es Da denn? ist es doch, Ah! siehst du es? Ja, Ja, jetzt sehe ich es gut. auch. Ja, und kannst du erkennen, wie das Schiff heißt und wo es herkommt? Also von der Flagge her siehst du, dass das ein Niederländer ist. Und ich habe jetzt mal schnell in der Schiffs-App gesehen, dass, ja, der heißt Jamsin, ist ein Tanker, ist 109 Meter lang und 12 Meter breit und fährt mit 11,1 Knoten. Das sind 20,557 Stundenkilometer. Ah ja, okay. Und wenn du jetzt genau aufgepasst hast, hier am Führerstand, siehst du, dass der Schiffsführer mir sogar winkt. Ja, das ist aber lieb. Das ist sehr nett. Ja, das ist, es gibt doch
nette Menschen auch bei der Schiffsfahrt. Ja, der freut sich, dass er jemanden sieht. Es kommt jetzt nochmal ein Schiff, gerade die andere Richtung. Ja, das heißt jetzt, der kommt jetzt bergwärts gefahren. Oh, wieder was gelernt. Naja, ich will jetzt nicht hier den Schlaumeier machen, aber ach, das heißt so. Kein Mensch mag Klugscheißer. Danke. Bitte. Und weiß deine App auch irgendwas über dieses Schiff? Ja, also das Schiff heißt Ralf Dieter und ist 105 Meter lang, 10 Meter breit. Ja, und es fährt unter deutscher Flagge. Schön. Und es hat, es fährt mit 6,3 Knoten, das Glas muss ja bergwärts fahren und das entspricht 11,668 Stundenkilometer. Okay. So, und kannst du mir jetzt noch was über den aktuellen Pegelstand sagen? Das ist doch ein Lieblingsthema von dir. Das Lieblingsthema ist was ganz Wichtiges, und zwar der Wasserpegel Worms war um 8.30 Uhr 244 cm mit der Tendenz steigend. Wow. Und es ist so 244 cm, ist eine gute Sache für die Schifffahrt. Jo, mittlerweile ist wieder ein Schiff vorbeigefahren. Und was war das jetzt für ein Schiff? Es handelt sich nach meiner App um die Kaya. Es fährt unter deutscher Flagge, ist 110 Meter lang und 11 Meter breit. Geschwindigkeit weißt du aber jetzt nicht. Nee, da weiß ich nichts drüber. Nö. So, das war's dann für heute. Und denk daran, die Zeiten werden wieder besser. Also Kopf hoch und mit einem gesunden Menschenverstand gehen wir da alle durch. Schönen Sonntag noch und tschüss.